Es bahnt sich Großes an in Berlin. Zum Tag der Deutschen Einheit ist Jean-Luc Cocteau mit seinem Theater des Übermaßes in der Stadt. Die Riesen sind in Berlin. Zwei gigantische Figuren, animierte Holzmarionetten, sollen die Stadt für 4 Tage verzaubern. Am 1. Oktober geht es los, als magische Vorzeichen die Ankunft der Giganten ankündigen. Als erstes sehen wir hier die kleine Riesen. Sie schläft noch, aber die, die ihr die Augen aufschlägt, ist in echt eine ganz große. Bienvenue en Berlin, begrüßte unser Bürgermeister Klaus Wowereit die Riesen bei ihrem Erwachen vor dem Roten Rathaus. Nach einer Morgendusche machte sie sich auf, um ihren Onkel zu suchen. Der große Riese, der mit 13 Metern seine kleine Nichte noch um 8 Meter überragt, wird von den Mitarbeitern des französischen Théâtre du Royal aus dem Humboldthafen gezogen. 1993 gab es zum ersten Mal Gigantisches zu sehen. Das war noch auf den Straßen von Le Havre, als mit dem Stück Der Riese, der vom Himmel fiel, der Franzose Jean-Luc Cocteau sein Théâtre du Royal zum Star der Spielzeit Europa machte. Nun sind sie zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls auch in Berlin und begehen den 3. Oktober, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Zum Finale am 4. Oktober tanzen dann Nichte und Onkel vereint am Brandenburger Tor. Doch zuvor gilt es natürlich noch einige Abenteuer für die beiden zu bestehen. In einer Stadt am Sumpfloch lebten die Riesen einst glücklich, bis Meeresungeheuer ihre Behausung auseinanderrissen. Getrennt voneinander mussten sie lange durchstehen, bis, ach, mit der Wiedervereinigung auch Onkel und Nichte wieder vereint wurden. Einen Sack mit Briefen findet die Kleine vor dem Roten Rathaus, die gehören den DDR-Bürgern und sind nie zugestellt worden. Als Postbeamtin in Spee macht sie sich nun auf, um die Empfänger und ihren Onkel zu finden. Der Andrang beim Riesenspektakel war überwältigend. Tausende Zuschauer trotzten dem schlechten Wetter, selbst für die Presse gab es am Ende kein Durchkommen mehr über die Absperrungen. 140 Mitarbeiter sind insgesamt notwendig, um die gigantischen Marionetten zu animieren. Gebaut sind sie so wie im Grunde die einfachen Holzmarionetten, die wir noch aus Pinocchio kennen. Aus Metall, Holz und dicken Stricken anstelle der kleinen Schnüre. Eine gewöhnliche Theaterkompanie ist das Royal Deluxe Theater nicht. 20 Jahre vor Fall der Mauer, damals wusste noch niemand, dass es so weit kommen würde, begannen sie als kleines französisches Straßentheater, dem der begrenzte Raum der Bühne zu eng war. Ihre außergewöhnlichen Projekte sprengten den Rahmen des bisher Dagewesenen. Sie machten das Umfeld und die Natur zu ihrer Bühne und überzeugten so ein Publikum auf der ganzen Welt von ihrer außergewöhnlichen Innovation. Besondere historische Ereignisse nimmt die Gruppe des Royal Deluxe Theaters immer wieder zum Anlass, eine auf die jeweilige Vorführungsstadt zugeschnittene Geschichte zu erzählen. Hier nun ist es das Treffen der Riesen, die man so schon in London, New York und Santiago de Chile gesehen hat. 1978 in Aix-en-Provence, wo Jean Cocteau zusammen mit einer Gruppe von Freunden sein erstes Stück Le Caporn kreierte, begann die Geschichte des Royal Deluxe Theaters. Nun sind sie also in der Hauptstadt, um dieses besondere Datum mit uns zu feiern. Der Grundsatz des Théâtre du Royal ist, ein Theater der Kreationen zu sein. Geschichten sollen auf der Straße in der größten Nähe zum Publikum inszeniert werden. Und wenn man die Menschenmassen am Hauptbahnhof, am Brandenburger Tor und den Linden sah, dann wusste man, es war wieder einmal gelungen. Man darf gespannt sein auf die nächste Produktion dieser märchenhaften und zauberhaften Theaterkompanie.